Herzlich willkommen zu unserem heutigen Webinar-Thema DocuWare und Sage 100. Wir haben uns heute eine volle Stunde für Sie Zeit genommen, um Ihnen zu zeigen, wie die Vorteile durch die Integration aussehen. Und zu mir ganz kurz, mein Name ist Aline Störke und ich moderiere Sie durch das heutige Webinar. Der Fokus liegt aber heute natürlich nicht auf mir, sondern auf unserem Referenten und zugleich auch Sage 100-Experten. Deswegen an der Stelle, Alex, stell dich doch mal in Ruhe vor. Ja, hallo zusammen. Mein Name ist Alexander Zurawski. Ich bin im Vertrieb und Account Management bei der Datatronic Software AG tätig, da mittlerweile seit 2013 und habe da die Bereiche Customer Service Consulting durchlaufen und bin ja seit 2018 dann für den Vertrieb von DocuWare Document Management System zuständig. Davor war das alles eben von Sage geprägt, Sage Office Line und danach Sage 100, weshalb ich da jetzt in beiden Systemen mich wohlfühle. Danke dir, Alex. Das Schöne ist, wir haben heute nicht nur einen Sage 100-Experten dabei, sondern eben auch den DocuWare-Experten. Deswegen, Olli, jetzt bist du dran. Stell dich doch mal vor. Ja, schönen guten Tag. Mein Name ist Oliver Stuck, Regionalvertriebsleiter bei DocuWare seit 2017. Ich betreue und unterstütze unter anderem auch die Datatronic im Bereich Vertrieb und bin im Hintergrund heute als Co-Referent und beantworte gerne die ein oder andere Frage, wenn Sie in den Bereich DocuWare dann reingehen. Alle anderen Fragen und Themen führt Sie dann der Alexander Zurawski durchs Programm. Gut, dann sind wir auch schon durch mit der Vorstellungsrunde. Wirklich dann mit Hinblick auf die Fragerunde, nutzen Sie das aus, dass wir hier wirklich die Experten gebündelt haben. Es ist eine super Chance für Sie, Ihre Fragen loszuwerden. Zum Organisatorischen noch ganz kurz, bevor wir starten. Für diejenigen, die GoToWebinar noch nicht so oft kennen und nicht viele Berührungspunkte hatten, das ist das Bedienpanel. Wir haben Sie tatsächlich, wir waren so dreist und haben Sie auf stumm gestellt. Das liegt daran, dass wir über 300 Teilnehmer hier drin haben und natürlich die Hintergrundgeräusche etwas minimieren möchten. Deswegen die Interaktion heute bitte über das Chatfenster. Jederzeit Fragen stellen, auch schon während der Präsentation. Wir haben immer ein Auge drauf. Und das Handzeichen nutze ich immer sehr gerne für einen kurzen Soundcheck. Geben Sie mir doch bitte mal das Handzeichen, wenn Sie uns klar und deutlich verstehen können. Jawohl, die ersten Hände gehen hoch. Das ist gut, da wir nämlich schon die ersten Anfragen auch haben, dass teilweise der Ton nicht gehört werden kann. Aber wenn alle anderen uns hören, dann scheint es wohl ein lokales Thema zu sein. Alle anderen hören uns scheinbar. Okay, also an der Stelle auch nochmal vorab, die Aufzeichnung und die Unterlagen werden im Nachgang zugeschickt. Also falls wir wirklich im Einzelfall hier Tonprobleme haben, auf der Aufzeichnung stellen wir natürlich sicher, dass das nicht so ist und die im Nachgang rumgesendet wird, dann haben Sie da auch nochmal alle Infos vorliegen. Gut, dann werfen wir gemeinsam einen Blick auf die heutige Agenda. Wir wollen Sie ganz kurz in die Funktionalität der Schnittstelle einführen, dann eben in die Live-Demo gehen. Das soll wie immer der größte Teil sein, weil wir eben denken, dass Sie hier am meisten sehen können, am meisten mitnehmen. Das Ganze fassen wir dann in Kürze zusammen und gehen auch nochmal auf die nächsten Schritte ein und dann natürlich, wie schon angekündigt, die Fragerunde. Und an der Stelle sage ich, Alexander, du kannst loslegen mit den Funktionalitäten der Schnittstelle. Vielen Dank, Aline. Ja, wir haben ja die Herausforderung, wenn wir mit Dokumenten arbeiten, dass auf vielen verschiedenen Wegen die Dokumente ins Unternehmen hineinkommen. Ja, das kann per Post sein, postalisch, E-Mails, das können Formulare sein, die benutzt werden. Diesen ganzen Herausforderungen begegnet ja DocuWare, indem man Inhalte erfassen und bereitstellen kann und diese dann entsprechend in Workflows überführen und intelligent steuern kann. Für uns, unser Ziel war es, das Ganze mit der Sage 100 zu verbinden. Deshalb der Stecker, dass diese beiden Lösungen eben zusammenarbeiten und Sie Ihre Dokumente eben auch aus der Sage 100 heraus bedienen können, dabei aber nicht verzichten müssen auf die wundervollen vielen Funktionen, die DocuWare eben bietet. Und deshalb haben wir uns aufgemacht und die Integration entwickelt und unter anderem ja Masken in der Sage 100 angebunden, wie zum Beispiel die Adressen, die Kunden und die Lieferanten, die Belegerfassung im Einkauf und Verkauf, die Artikel,
sowie die Buchungserfassung im Sage 100 Rechnungswesen. Das heißt, da fügen wir uns überall ein und bieten Ihnen die Möglichkeit, eben die DocUber-Funktionalität im Hintergrund aus Sage 100 heraus zu nutzen. So, Aline, kannst du weitergehen? Dankeschön. Wie wir das konkret gemacht haben, ist, dass wir zum Beispiel DocUI in das Sage 100 Dashboard einbinden. Das heißt, Sie können Teile des DocUI Web Clients im Sage 100 Dashboard ansehen und ja, minimieren so den Medienbruch. Sie haben also die Möglichkeit, Ihre Dokumente aus der Sage 100 heraus zu handeln und mit DocUI zu arbeiten, ohne dass Sie ja, die Hülle von Sage 100 großartig verlassen müssen. Das ist eben das Schöne an dieser modernen webbasierten Architektur von DocuWare, dass wir solche Dinge eben machen können, wie zum Beispiel ja, Teile des DocuWare Web Clients im Dashboard darzustellen. Dann ist natürlich sehr interessant, wie gehen wir damit um, wenn Sie jetzt bestimmte Datensätze in der Sage 100 haben und zu diesen Datensätzen Dokumente ablegen möchten. Dem begegnen wir, indem wir über das, ich nenne es so ganz gerne Hamburger-Menü in der Sage 100, Ihnen die Möglichkeit bieten, in verschiedenen Masken Dokumente abzulegen. Ich hatte es eingangs erwähnt, als Beispiel Adressen zum Beispiel. Sie suchen sich eine Adresse raus und möchten zu dieser Adresse ein Dokument archivieren über Sage 100. Dann wird das ganz einfach über das Sage Hamburger-Menü gemacht oder wahlweise über konfigurierbare Schaltflächen, um noch schnelleren Zugriff zu bekommen. Zusätzlich dazu, dass Sie externe Dokumente ablegen können, können Sie natürlich Ihre Sage-internen Belege auch nach DocUI überführen, um so ja alles in DocUI zu halten, eben über die Oberfläche der Sage 100. Des Weiteren ist es so, dass, und das werden wir nachher auch sehen, wir haben ja auch beispielsweise externe Dokumente wie zum Beispiel Eingangsrechnungen und der ein oder andere kennt es schon im Umgang mit DocuWare, dass man dann in einem Rechnungsprüfungsworkflow dann auch schon Kontierungen machen kann und dann Buchungsübergaben an eben viele verschiedene FIBU-Systeme übergeben kann. Das ist auch hier bei uns der Fall mit unserer Schnittstelle. Wir stellen Ihnen in dem Workflow Informationen aus der Sage 100 Datenbank bereit. Das heißt, zum Beispiel Sachkonten, Kostenstellen und Kostenträger können Sie dann bei der Aufteilungsbuchung entsprechend direkt aus der Sage 100 zulesen. Sie müssen keine doppelten Daten halten. Ihre Stammdaten liegen weiterhin in der Sage 100, sind aber dann in DocuWare entsprechend verwendbar und aufrufbar. Dann, wenn Sie Ihre Buchungsinformationen an eine Rechnung drangegeben haben, können wir dann auch den Export aus der Sage 100 heraus, aus Ihrer Buchungsmaske, aus Ihrer gewohnten Umgebung heraus steuern und dann über den Sage 100 Standard wieder importieren, sodass wir da auch alle Prüfmechanismen haben und Sie ja, Ihre Buchungen sicher und schnell nach, von DocuWare nach Sage 100 übergeben. Die eingebundenen Klassen, nochmal zur Wiederholung, wir klinken uns in die Adressen ein, dann auch in die Kunden und Lieferanten, also in die, ja im Prinzip in die Adressen, für die Kunden- und Lieferantennummern vergeben sind, dann auch in die Artikel, sodass Sie auch die Möglichkeit haben, beispielsweise Dokumente zu Artikeln zu hinterlegen, Zeichnungen, Infobroschüren etc. Und natürlich auch, wie erwähnt, in die Belegerfassung im Einkauf und Verkauf, sodass die in Sage geschriebenen Belege ihren Weg ins DocuWare finden. Zusätzlich haben wir dann, wenn Sie alles archiviert haben, die Möglichkeit auch im Nachgang über die Belegauskunft bzw. die Vorgangsauskunft im EK und VK dann die Dokumente nochmal aufzurufen aus Sage 100, um so alle Dokumente zu einem bereits ja, erledigten Vorgang nochmal gesammelt sich aufrufen zu können. Und wie erwähnt, die Buchungserfassung, auch da klinken wir uns ein und übernehmen dann die Informationen aus DocuWare nach Sage 100, damit Sie dort in der Buchungserfassung Ihre Informationen haben, sowie auch den
Link die Verbindung zur Originalrechnung, sodass Sie von der Buchung mit einem Klick die Rechnung sehen können. So. Was wir uns heute anschauen wollen, prozessseitig ist, ich möchte Ihnen erstmal zeigen, wie DocuWare sich ins Dashboard oder beziehungsweise manche kennen es noch als Control Center integriert und wie Sie dann eben Teile von DocuWare dort benutzen können. Aber interessant ist natürlich auch der Aufruf beziehungsweise die Archivierung von Dokumenten aus der Sage 100 nach DocuWare. Nachdem ich das grundlegend gezeigt habe, möchte ich mich der Belegerfassung widmen und da einen Einkaufsprozess durchspielen, indem ich eine Bestellung schreibe, einen Wareneingang schreibe, dazu die Lieferantendokumente mit dazu packe, sodass man die korrespondierenden Belege beisammen hat und dann das Ganze abschließen mit der Eingangsrechnung, die wir dann in DocuWare erhalten. Die wir in DocuWare archivieren, prüfen und dann die Buchungsdaten wieder zurückspielen ans Sage 100 Rechnungswesen. Das soll so der Prozess in der Gänze sein und ich freue mich, Ihnen das dann live zeigen zu können. Ja, dann sind wir auch schon beim Punkt Live-Demo und Sie geben uns bitte eine Sekunde Zeit, weil dann switchen wir einmal von der PowerPoint in die Live-Demo-Umgebung. Alex, würdest du ganz kurz nochmal für die Teilnehmer, die dabei sind, die Sage nicht kennen, ganz kurz zwei, drei Worte zur Sage und zur Sage 100 sagen, was wir gerade ja auch auf deinem Bildschirm sehen, damit wir die Teilnehmer, die sich jetzt mit Sage noch nicht so sehr auskennen, aber für diese Integration sich interessieren, die auch nochmal abholen können. Sehr gerne. Also Sage 100 ist ein ERP-System, Enterprise Resource Planning, und ist gerade im Mittelstand sehr stark vertreten. Der Mittelstand schätzt dem an der Sage 100, dass man ja einfach viel machen kann, dass die Sage da flexibel ist und eben nicht so starr. Der Mittelstand ist ja von bis, da gibt es so viele Branchen und das schätzen die Kunden eben sehr an der Sage 100. Wir haben hier, das sehen Sie jetzt hier, die Sage 100 Warenwirtschaft. Und wenn ich hier unten mal auf das andere Icon klicke, unser Sage 100 Rechnungswesen. Das heißt, wir haben das ein bisschen von dem Programm her getrennt nach Warenwirtschaft und Rechnungswesen, aber es greift auf die gleiche Datenbank zu. Und es gibt auch interne Übergaben. Das heißt, hier wird im Prinzip auf der gleichen Datenbank gearbeitet, nur ist das ein bisschen unterteilt in ein Warenwirtschaftsmodul und ein Rechnungswesenmodul. Und auch hier lässt sich das Ganze entsprechend natürlich erweitern, um ja, Webshop-Anbindungen, um Produktionsmodule, um Servicemodule, XRM. Auch da lässt sich dann die Sage 100 entsprechend erweitern. Und ja, wenn man im Mittelstand unterwegs ist, wird man das ein oder andere Mal auf die Sage 100 treffen. Danke dir, Alex. Okay, gut. Ich habe die Sage 100 Warenwirtschaft jetzt mal geöffnet und hier mein Dashboard eingeblendet. Wie gesagt, der eine oder andere kennt es vielleicht noch als Control Center. So hieß das früher in älteren Versionen. Und hier hat man natürlich die Möglichkeit, klassisch sich Daten anzuzeigen aus dem ERP-System und diese hier darzustellen. Aber wir haben auch die Möglichkeit, hier DocuWare oder Teile des DocuWare Web Clients zu integrieren. Das heißt, hier einen Briefkorb, den man aus DocuWare kennt, habe ich jetzt mal hier dargestellt und kann jetzt hier zum Beispiel auch über den Import jetzt zum Beispiel sagen, ich nehme mir jetzt einen Beleg, importiere den und dann ist dummerweise mein Link abgelaufen. Der Vorführeffekt. Aber hier arbeiten wir im Prinzip mit URLs und können so entsprechend Teile von DocuWare in Sage 100 darstellen. Neben dem Briefkorb habe ich jetzt zum Beispiel mal eine Suche mit eingeblendet, in dem man dann Dokumente suchen kann, bis hin zu Aufgaben, die wir hier auch einblenden können. Da werden wir später dann, ja in den Aufgaben, werden wir die Eingangsrechnung sehen. Und so haben wir die Möglichkeit, eben die Teile von DocuWare, die wir benutzen, im Sage 100 Dashboard darzustellen.
Das heißt, es ist auch hier jetzt nicht in Stein gemeißelt, sondern da können wir auch noch andere Elemente entsprechend einbinden. Interessant wird es dann aber natürlich, wenn wir jetzt in andere Masken reinspringen, zum Beispiel in eine Kundenmaske. Und dort können wir dann entsprechend Dokumente zu Kunden ablegen. Wenn ich mir jetzt hier zum Beispiel meinen Herrn Aber aus Sauerlach nehme, dann habe ich die Möglichkeit, über das Hamburger Menü DocuWare Dokumente anzuzeigen und abzulegen. Wenn ich sage Dokumente ablegen, dann nehme ich mir jetzt hier einfach mal ein Dokument und archiviere das Ganze und könnte das über den gleichen Weg auch wieder aufrufen. Oder aber ich nehme diese Schaltflächenfunktionalität der Sage 100 und sage jetzt hier Dokumente anzeigen. Und dann kriege ich jetzt eine Suche nach allen Dokumenten zu diesem Firmenkonto, zum Franz Aber. Und Sie sehen, da ist in der Vergangenheit wurden schon mehrere Dokumente abgelegt. Und so kann ich dann die Dokumente mir anzeigen lassen im DocuWare Viewer. Das heißt, auch hier umgehen wir keine Rollen- oder Rechtekonzepte, sondern wir sehen das Ganze im DocuWare Viewer. Sie würden entsprechende Anmerkungen sehen, die eventuell auf dem Dokument angebracht worden sind und haben auch die Möglichkeit, hier die bekannte Funktion verknüpfte Dokumente aus DocuWare hier mit zu benutzen. Das Ganze funktioniert in allen Masken gleich. Das heißt, egal ob ich jetzt hier die Kundenmaske nehme oder die Lieferantenmaske oder die Artikel, überall habe ich die Möglichkeit, zu einem Datensatz entsprechend die Dokumente zu archivieren. Sie sehen jetzt hier für die Lieferanten habe ich mir jetzt noch keine Schaltflächen konfiguriert. Und sobald ich einen Datensatz anwähle, ist auch mein DocuWare-Punkt verfügbar. Hier können Sie sich also entsprechend der Sage 100-Funktionalität die Schaltflächen belegen, wenn Sie möchten, oder das Ganze über das Menü bedienen. Ich denke, Sie können sich vorstellen, dass das in den Masken entsprechend genauso funktioniert. Ich will jetzt nicht jede einzelne Maske durchexerzieren, sondern möchte gerne mich dem Einkaufsprozess widmen, weil es hier nochmal ein bisschen spannender wird. Wenn ich nämlich jetzt meine Einkaufsbelege bearbeite, dann suche ich mir mal einen Beleg raus, den ich vorbereitet habe. Nämlich eine Bestellung. Und die Bestellung geht an das Stahlwerk München. Wenn ich in meine Belegposition reingehe, sehe ich, dass ich so Stahlträger, Schrauben, Schienen bestellt habe. Und das Ganze habe ich schon gespeichert. Das hat eine Belegnummer bekommen und eine Vorgangsnummer. Das ist in der Sage 100, können Sie sich vorstellen, wie so eine Klammer, die all die Belege umfasst, die einen einen Vorgang beschreiben, einen Verkaufsvorgang, einen Einkaufsvorgang, alles, was kaufmännisch zusammengehört im Prinzip. Ich setze hier die Bestellung ab, indem ich sage Drucken. Ich habe den schon vorbereitet und gespeichert, abgeschlossen den Beleg. Und wenn ich jetzt auf Drucken klicke, dann erstellt mir die Sage 100 jetzt die PDF. Ich habe hier einen Druckprozess, den habe ich mal DocuWare EK genannt. Und wenn ich da jetzt drauf drücke, erstellt mir die Sage 100 meine PDF und unsere Schnittstelle transferiert das Ganze nach DocuWare. Es ist jetzt so, der eine oder andere kennt vielleicht den DocuWare Printer, mit dem wir über die Texterkennung, über die OCR Inhalte auslesen. Diese Technologie benutzen wir hier nicht, sondern wir übergeben hier wirklich von der Sage-Datenbank nach DocuWare Informationen, und zwar die Informationen, die uns hier im Zuge der Bestellung oder der Belegerfassung zur Verfügung stehen. Das heißt, wir können auch Informationen übergeben, die vielleicht hier in einer der Masken vorgehalten wird, aber nicht unbedingt angedruckt wird auf dem Beleg. Das ist ein Vorteil nochmal gegenüber der reinen OCR. Und wenn ich jetzt auf Dokumente anzeigen gehe, dann sehe ich jetzt, dass ich eine Bestellung hier zum Vorgang abgelegt habe. Wir haben das jetzt so konfiguriert, dass
ich mir hier aus der Suche heraus alle Vorgangsdokumente anzeigen lassen kann. Die Anzeige kann allerdings auch auf die Dokumentennummer gehen, wenn Sie das möchten. Nur wir finden es schön, wenn wir die Dokumente ja, des ganzen Vorgangs eben sehen können. Nachdem wir die Bestellung abgesetzt haben, können wir jetzt, wenn wir in der Bestellung sind, den passenden Beleg des Lieferanten noch mit dazu ablegen, nämlich in dem Fall eine Auftragsbestätigung. Und wenn wir die Auftragsbestätigung ablegen, dann wandert das Ganze entsprechend auch wieder zu dieser Belegnummer und zu diesem Vorgang im DocuWare. Und wenn ich jetzt hier reingehe, sehe ich, dass ich jetzt schon zwei Dokumente habe. Die Auftragsbestätigung und entsprechend auch meine Bestellung. So, die Sage 100 bietet Ihnen die Möglichkeit, jetzt die Bestellung in einen Wareneingang zu übernehmen. Ich habe den Wareneingang hier natürlich auch schon mal vorbereitet. Hole mir jetzt meinen Wareneingang für den entsprechenden Vorgang dazu. Und sehe dann auch hier Position wieder, meinen Stahlträger, Schrauben, alles. Den Wareneingang kann ich schreiben, wenn die Ware geliefert wurde. Auch hier erstelle ich oder lasse ich von Sage 100 wieder die PDF erstellen, lasse unsere Schnittstelle das Ganze nach DocuWare ablegen und verschlagworten. Und jetzt kann ich über Dokumente ablegen hingehen und gleich noch den Lieferschein, hier ist er schon, den Lieferschein mit zum Wareneingang dazu packen. Und wenn ich mir das Ganze jetzt mal anschaue über Dokumente anzeigen, dann sehe ich vier Belege, nämlich neben dem Wareneingangsbeleg auch den Lieferschein des Lieferanten, den wir hier sehen, dann den Wareneingangsbeleg aus der Sage 100 und natürlich wie vorher auch die AB des Lieferanten und unsere ausgehende Bestellung. So, das heißt, wir reichern den Vorgang immer weiter an, indem wir ganz normal in der Sage 100 arbeiten und die Schnittstelle entsprechend das Ganze nach DocuWare archiviert und auch verschlagwortet. Ja, wie Sie sehen, diese Schlagwörter sind da automatisch mit dazugekommen. So, jetzt ist es so, dass wir haben eine Bestellung abgesetzt, eine AB bekommen, wir haben auch die Ware erhalten und jetzt rechnet der Lieferant ab. Jetzt gehe ich in meinen Briefkorb, importiere mir das Ganze mal, nämlich hier die Eingangsrechnung vom Stahlwerk München. Und Sie sehen, hier arbeitet jetzt das Intelligent Indexing von DocuWare. Das heißt, ein intelligenter Algorithmus hilft mir bei der Verschlagwortung, weil ich jetzt einen Beleg über DocuWare ablege. Und Sie sehen, dass schon einige Begriffe ausgelesen worden sind vom Intelligent Indexing. Wir können hier noch ein Lieferdatum dazu packen, Fälligkeitsdatum, wenn wir wollen, ein Buchungsdatum, wenn ich das heute schon weiß. Das können wir auch später im Workflow noch machen, das werden wir sehen. Wenn ich jetzt mal mit einem X das Tagesdatum eingebe, trägt mir DocuWare das automatisch ein. Und dieses Buchungsdatum, das benutzen wir dann nachher beim Export, um nach den Buchungsperioden zu sortieren. Weil es ja sein kann, dass Sie zum Beispiel am Anfang eines Monats schon Rechnungen für eine neue Buchungsperiode geprüft haben und aber noch Rechnungen aus dem alten Monat, aus der alten Buchungsperiode vielleicht noch nicht exportiert und nach Sage übergeben worden sind. Deshalb haben wir das Buchungsdatum, das werden wir aber gleich im Workflow auch nochmal bekommen als Pflichtfeld. Deshalb können Sie das auch leer lassen, wenn Sie das Buchungsdatum noch nicht kennen bei der Ablage. So, Rechnung eingehen, das passt, Dokumentennummer. Sie sehen, DocuWare Intelligent Indexing liest das intelligent aus dem Dokument aus, schlägt mir das vor, hier muss ich gar nicht mehr viel machen. Hier kann ich noch mein Firmenkonto dazu packen. Das ist jetzt auch eine Information, die aus der Sage 100 Datenbank direkt kommt. Das Intelligent Indexing hat meinen Lieferanten automatisch erkannt. Und entsprechend werden die Konten jetzt gefiltert und ich habe eine Kreditornummer zum Stahlwerk München, die ich jetzt hinterlegen kann. Genauso habe ich jetzt hier Vorgänge.
Ich nehme wieder meinen Demo-Vorgang, denn dem möchte ich das Ganze zuordnen. Und wenn ich den Demo-Vorgang eingetragen habe, sehe ich auch meine Bestellnummer. Alles Informationen, die aus der Sage 100-Datenbank kommen. Und wir können auch jetzt Dokumente über DocuWare ablegen und sie trotzdem in Sage 100 sichtbar machen, indem wir hier einfach nur die benötigten Informationen mit übergeben, die direkt aus der Sage-Datenbank kommen. Die Beträge sind soweit in Ordnung. Nettobetrag 2, 3. Wir haben nur einen Steuersatz, entsprechend kann ich das Ganze leer lassen. Leg das Ganze ab. Und jetzt passiert im Hintergrund einiges. Sie sehen, die Aufgabe hier ist direkt aufgeploppt. Was man nicht gesehen hat, waren all die Prüfungen, die im Hintergrund gemacht worden sind. Paragraph 14 Umsatzsteuergesetzprüfung, Lieferantenprüfung, Vollständigkeitsprüfung, es wurde gegen den Bestellbetrag verglichen. Das alles ist eben einfach so passiert, ohne dass man es sieht. Und die Rechnung wurde uns jetzt zur Kontierung bereits vorgeschlagen. Das heißt, die Beträge sind in Ordnung. Das, was abgerechnet wurde, spricht mit der Bestellung überein, die wir in der Sage 100 haben. Das wurde auch im Hintergrund geprüft gegen die Sage-Datenbank. Und das Ganze ist jetzt hier in meinem Demo-Workflow direkt zur Kontierung vorgeschlagen, weil eben der Bestellbezug und alles da ist. Ich könnte jetzt noch eine Schleife laufen und das Ganze einem Prüfer überstellen, sage aber jetzt nein, ich möchte das Ganze kontieren. Habe hier mein Buchungsdatum als Pflichtfeld. Das habe ich vorhin bereits eingegeben, deswegen hat sich DocuWare das gemerkt. Und jetzt gehe ich hin und kontiere das Ganze. Ich mache das mal ein bisschen größer. Und wenn ich jetzt einfach mal zum Beispiel hier das Konto Soll aufklappe, dann sehen Sie jede Menge Sachkontenschlüssel, die kommen aus der Sage 100 Datenbank auch. Und wenn Sie jetzt den Sachkontenschlüssel kennen, können Sie den direkt eintippen. Wenn Sie den nicht kennen, kein Problem. Ich tippe hier Waren oder VAR ein. Mir wird schon Wareneingang vorgeschlagen. Und jetzt sehe ich meinen entsprechenden Kontenschlüssel dazu und kann das Ganze jetzt so hinterlegen. Hier hat die Lieferantennummer, die Kreditornummer wurde jetzt hier übernommen. Genauso wie der Name des Kreditors. Hier wurde der Bruttobetrag automatisch eingetragen, der dann übertragen wird nach Sage 100, genauso wie das Belegdatum. Und ich brauche natürlich einen Pflichttext, einen Buchungstext, der ist Pflicht und kann jetzt, wenn ich möchte, zusätzlich das Ganze noch auf Kostenstellen und Kostenträger verteilen, wenn Sie damit arbeiten. Und hier funktioniert das genauso. Ich muss mir nichts merken. Ich nehme einfach hier meine Liste, die aus meiner Sage-Datenbank kommt und über den Namen habe ich dann meinen, in dem Fall Kostenstellenschlüssel und genauso bei den Kostenträgern wähle ich einen aus und packe den Kostenträger dazu. Belegnummer haben wir auch indexiert, beziehungsweise das hat ja Intelligent Indexing für uns übernommen, wird jetzt hier auch schon automatisch eingetragen und jetzt könnte ich die Buchung abschließen. Ich möchte Ihnen allerdings noch was Optionales zeigen hier hinten. Sie könnten hier zum Beispiel noch einen Steuercode eingeben und die Fälligkeit, wenn wir sie verschlagwortet hätten, würde hier auch auftauchen. Ich kann das an der Stelle aber leer lassen, weil wir nach Sage 100 importieren und wir dort auch Stammdaten haben und der Buchungsimport da auch schon Informationen ergänzt. Deswegen lasse ich das jetzt einfach mal leer und exportiere das ohne Steuercode. Sollten Sie den abweichenden Steuercode jetzt zum Beispiel für diesen Geschäftsvorfall haben, könnten Sie den hier entsprechend eintragen. Auch wieder mit Name und dann dem Schlüssel. Aber wir lassen das leer. Und hier das da hinten, die Adresse, das ist auch optional. Sollten Sie mit oder Ihre Kunden mit Einmallieferanten arbeiten, diese Funktion gibt es in der Sage 100, dass nicht jede Adresse eine Kreditornummer bekommt, sondern manchmal wird auf einen sogenannten Einmallieferanten gebucht. Das ist dann eine Kreditornummer und da braucht beim Import die Sage 100 eine Adresszuweisung, einen Adressverweis, den wir hier einstellen könnten. Aber wir haben hier eine Adresse bei der Kreditornummer beim Stahlwerk München, da ist alles angelegt. Also auch hier ist das nicht vonnöten. Wenn Sie damit nicht arbeiten, blenden wir das aus und Sie merken gar nichts davon. Falls Sie doch mit Einmallieferanten arbeiten, ist das hiermit abgegolten. So, der Einfachheit halber
mache ich jetzt nur einen Buchungssatz. Sie können natürlich das Ganze in beliebig viele Buchungssätze aufteilen. Und jetzt liegt das Ganze entsprechend zum Exportieren aus Docuware und Importieren in Sage 100 bereit. Und wie eingangs erwähnt, das Ganze steuern wir aus der Sage 100. Ich öffne jetzt mein Sage 100 Rechnungswesen. Wir waren bisher in der Warenwirtschaft unterwegs. Jetzt öffnen wir das Rechnungswesen und gehen jetzt mal hier in die Buchungserfassung. Öffnen hier die Standardkonfiguration. So wird die ausgeliefert, die Buchungserfassung. Sie sehen aber auch, man kann sich die Masken hier schön umbauen, also wie man das haben möchte, und unter eigenen Konfigurationen speichern. Ich bleibe jetzt hier mal im Standard und habe jetzt hier auch meine Schaltflächen und mein Hamburger-Menü, das gerade nicht aufspringen will. Ich öffne es gerade nochmal, die Buchungserfassung. Und dann können wir entsprechend den Export anstoßen. Jetzt will meine Sage 100 gerade nicht. Ich starte das Sage 100 Rechnungswesen gerade mal neu und würde in der Zwischenzeit mal kurz nachfragen, ob denn die ein oder andere Frage vielleicht reingekommen ist, die wir gerade jetzt beantworten können, die jetzt passen würde. In der Tat, das passt sehr gut. Alex, danke dafür. Eine Frage, wir haben schon einige beantwortet, im Hintergrund konnte ich jetzt nicht beantworten, aber da bist du der Spezialist. Ab welcher Version der Sage 100 funktioniert denn diese Schnittstelle? Also was ist die Voraussetzung für die Sage 100? Welche Version muss mindestens vorliegen? Der Sage 100, wir sind jetzt auf, ich meine, 8.1.4, wenn mich nicht alles täuscht. Sage 100 8.1.4. Wir orientieren uns da auch ein bisschen an Sage. Das heißt, wenn eine Sage-Version aus dem Sage-Support rausgeht, dann geht sie auch bei uns aus dem Schnittstellen-Support raus. Was wäre dann also heute die Mindestvoraussetzung? Wie gesagt, ich meine, wenn mich nicht alles täuscht, Sage 100 Version 8.1.4. 8.1.4, okay, gut. Mhm. An der Stelle kann ich vielleicht auch nochmal einwerfen, weil wir am Ende der PowerPoint-Slides auch nochmal eine Folie eingefügt haben, wo dann auch nochmal die Systemvoraussetzungen für alle Teilnehmer aufgeführt sind, um da eben sauber und transparent zu arbeiten. Okay, können wir noch eine Frage noch zulassen oder Alex, bist du schon wieder startklar? Ich bin schon wieder startklar. Ich beantworte aber auch gerne Fragen. Okay, du hast eben die Rechnung vom Stahlwerk München übernommen, ja? Mhm. Und zwar mit einer Position. Auf der Rechnung waren aber mehrere Einzelpositionen ausgewiesen. Sind denn auch Aufteilungsbuchungen möglich? Können wir aus Docuware heraus diese Aufteilungsbuchungen, so wie sie in den Tabellen erfasst werden, auch an die Sage 100 übergeben mittels der Schnittstelle? Das können wir machen. Wir werden dann für jeden Datensatz in dieser Aufteilungsbuchung hier einen Datensatz in der Sage 100 vorfinden. Sage 100 und Split-Buchungen ist manchmal ein bisschen hakelig, aber hier ist alles als eigener Buchungssatz dann dargestellt. Perfekt, danke dir. Den Rest stelle ich einfach zurück, damit du in deiner Präsentation weitermachen kannst. Okay, wir sehen, alles gut tut der Reboot. Wie mein Kollege so schön sagt, das Menü öffnet sich wieder. Und hier ist jetzt Dokumente anzeigen und ablegen ist ausgegraut, weil ich keinen Datensatz, keine Buchung habe, zu der ich was aufrufen oder anzeigen könnte. Aber mein Rechnungsexport, der ist nicht ausgegraut, denn hier kann ich jetzt Rechnungen oder die Buchungsangaben, besser gesagt, aus den Rechnungen exportieren in einen Buchungsstapel. Und dazu wähle ich mir meinen Export-Dateipfad aus. Da habe ich mir ein entsprechendes Verzeichnis angelegt. Sehen, historische Exportstapel sind hier auch drin aus alten Präsentationen. Und ersetze jetzt den Stapel. Und jetzt kommt dieses Buchungsdatum ins Spiel, das ich im Workflow erwähnt habe. Wenn ich mal das hier aufklappe, dann sehen Sie, dass ich in der Vorbereitung nochmal eine Rechnung abgelegt und kontiert habe für den Mai. Das heißt, die Buchungsperiode 2021-005.
und eben die Rechnung von eben vom Stahlwerk München für den Juni, also für ja, die aktuelle Buchungsperiode. Und das wähle ich auch aus, wende das an und könnte dann im Nachgang, wenn ich wollte, für die alte Buchungsperiode auch nochmal den Export anstoßen. So, Sie sehen, es wurde ein Eintrag exportiert, den Eintrag, den wir gerade gemacht haben. Und jetzt nutzen wir den Sage 100 Buchungsimport, eine Standardfunktionalität der Sage 100. Warum wir das hier benutzen? Wir wollen das nicht umgehen, diesen Buchungsimport, weil er viele Konsistenzprüfungen macht. Und der Buchungsimport lässt nicht alles zu, sondern wenn man oder wenn ich jetzt eben Quatsch eingegeben hätte, dann würde mir das jetzt zum Verhängnis werden und der Sage Buchungsimport würde sagen, Moment mal, da gibt es fehlerhafte Buchungen. Dieser ja, Prüfmechanismus, den empfinden wir als sehr wichtig. Und deshalb machen wir das auch oder lassen es mit dem Sage 100 Buchungsimport machen. Wenn ich auf Importieren klicke, habe ich den Pfad hier schon drin. Ich habe eine Importdefinition vorher angelegt, die kann ich immer wieder verwenden und sehe dann jetzt, dass meine Angaben aus der Sage, aus DocuWare entsprechend hier den passenden Feldern in der Sage 100 zugeordnet wurde. Ja, Buchungstext Stahlwerk. Steuercode, Fälligkeit und Adressenverweis haben wir leer gelassen. Wird dann ergänzt beim Import und hier kann ich dann zum Beispiel sagen, Buchungsperiode Juni 2021-006. Könnte die Buchungen direkt verarbeiten lassen. Ich importiere aber erstmal, um zu schauen, ob alles in Ordnung ist. Sie sehen, es wurde in meinen Stapel übernommen, die Buchung, und es gibt keinerlei Beschwerden. Sie sehen hier so diese Ausrufezeichen. Wenn ich da jetzt was falsch gemacht hätte, hätte ich hier so kleine rote Ausrufezeichen und könnte mir ein Fehlerprotokoll der Sage 100 anzeigen lassen, die mir sagt, was denn genau nicht passt. Ne? Also zum Beispiel, wenn man Sachkonten bebucht, die man nicht manuell bebuchen darf. Als Beispiel ist mir schon mal passiert bei einem Test, dann hat der Buchungsimport entsprechend gesagt, darfst du nicht, Fehler bitte verbessern. Ich buche das Ganze jetzt, er hat sich die Buchungsperiode jetzt gemerkt, das aktuelle Datum. Und wenn ich die Buchungen jetzt durchführe, dann sehen Sie, der Datensatz wurde bearbeitet und in die Periode 2021-006 gebucht. Diese Periode ist hier schon offen. Und wenn wir mal die Buchungssitzungen öffnen, dann sehen wir aus vergangenen Präsentationen die Importe, die ich gemacht habe und den aktuellen vom 29.06. 14.07 und 45 Sekunden. Da habe ich jetzt meinen Buchungssatz. Und wie gesagt, wenn Sie natürlich mehrere Buchungssätze dann da rein gemacht hätten, würden Sie dann hier entsprechend diese auch sehen. Und ich kann mir den Buchungssatz dann anklicken und kann sagen Dokumente anzeigen. Und dann sehe ich jetzt hier mit einem Klick meine Eingangsrechnung bei meiner Buchung und habe so die Möglichkeit, da immer noch mal drauf zu gucken, ohne das Ganze jetzt noch mal irgendwie manuell suchen zu müssen. So, dieser Import der Buchungen, der rundet das Ganze jetzt ab. Den Einkaufsprozess, der ist damit für mich jetzt erstmal beendet, aber vielleicht muss ich ja irgendwann in der Zukunft nochmal drauf gucken und sage, ach, was war denn damals bei dem Vorgang 303, das will ich mir nochmal angucken. Dann habe ich die Möglichkeit, ich wechsle jetzt wieder in die Warenwirtschaft, hier in meine Auskünfte zu gehen und zu sagen, im Einkauf gehe ich in meine Vorgangsauskunft und möchte mir eben die Vorgänge anschauen. Dann gebe ich meinen Vorgang 303 ein und sehe, ich habe meine selbst gebuchten Belege oder meine in Sage 100 erstellten Belege, Bestellung und Wareneingang. Ich habe die Sage 100 jetzt so konfiguriert, dass mit dem Wareneingang der Vorgang als abgeschlossen gilt. Das lässt sich natürlich auch umstellen, dass dann ein Rechnungseingangsbeleg noch geschrieben wird. Ich habe jetzt hier oben, wie gesagt, auf meinen Demo-Vorgang gefiltert, an dem ich gearbeitet habe und habe jetzt hier die Möglichkeit, mir auch wieder Dokumente anzuzeigen.
und sehe jetzt auch hier wieder meine alle Dokumente, die ich hier im Verlaufe der Demo eingefügt habe. Von der Bestellung über AB hin zum Wareneingang, Lieferschein des Lieferanten und der Eingangsrechnung, die ich jetzt nicht über die Schnittstelle abgelegt habe, sondern über DocuWare direkt archiviert habe und dann eben die Buchungsinformation zurückgespielt habe. Also Sie sehen auch so, egal auf welchem Wege es reinkommt, Sie können das auch hier dann in Ihrer Sage 100 entsprechend sehen. Und ja, jetzt habe ich die Möglichkeit, mir alle Vorgangsdokumente nochmal in Ruhe anzuschauen. Die Rechnung, Lieferschein, mein Wareneingang, den ich gebucht habe, die AB und die Bestellung. Na, das kann ich machen über meine Auskünfte in Sage 100. Natürlich haben Sie immer die Möglichkeit, über die verknüpften Dokumente in DocuWare das Ganze entsprechend auch zu machen. Ja, wenn ich hier draufklicke, dann sehen wir jetzt hier, dass ich auch hier meine Vorgangsdokumente habe. Also wenn Sie dann in DocuWare arbeiten, beispielsweise, können Sie natürlich genauso die Sage 100 Belege sehen und sind da sehr flexibel, wie Sie arbeiten. Und ja, damit ist das Ganze für mich entsprechend rund. Wir haben was eingekauft, also wir haben was bestellt, wir haben einen Wareneingang gebucht, wir haben die Rechnung geprüft, freigegeben, kontiert und haben auch noch gesehen, wie wir im Nachgang Zugriff haben, um zu schauen, was in der Vergangenheit gelaufen ist. Natürlich nicht nur über die Vorgangsauskunft, Sie können sich diese Dokumente auch über die Belegerfassung anschauen, so wie wir es vorhin gemacht haben, oder beim Lieferanten reingehen, sich die anschauen, wie Sie möchten. Die Schlagwörter sind ja da. Das ist das Wichtigste. Damit wäre ich mit meiner Live-Demo erstmal zu Ende und würde kurz wieder an dich übergeben, Aline. Jawohl, dann machen wir an der Stelle wieder den Switch zu der PowerPoint. Damit wir das Ganze nochmal zusammenfassen können. Ja, perfekt. Ja, vielen Dank, Aline. Wir haben uns hingesetzt und haben mal Zeiten gestoppt, wie die Zugriffe aussehen. Wenn wir über unsere Schnittstelle DocuWare Connect to Sage 100 und über DocuWare manuell was suchen. Ich denke, es ist klar, dass die Suche über DocuWare mit den Schlagwörtern, mit der Volltextsuche so performant ist und so schnell, dass keiner mehr auf die Idee kommt, irgendwas im Dateisystem oder in Papierordnern zu suchen. Das heißt, Sie haben da schon so einen Geschwindigkeitsboost. Und wenn Sie mit unserer Schnittstelle arbeiten, gibt es auf diesen Geschwindigkeitsboost nochmal durchschnittlich 50% ja, schnellere Archivierung, schnelleren Aufruf von Dokumenten. Das zu dem, was ohnehin schon Ihnen DocuWare an Mehrwert bietet, ist, denke ich, eine super Sache. Wir haben, oder insgesamt sind es aktuell 8 Sage-Masken, in die wir uns da einhängen, Tendenz steigend. Wir entwickeln unsere Schnittstelle natürlich immer weiter. Und der Vorteil für Sie ist halt, dass Sie in Ihrer gewohnten Umgebung arbeiten, ohne dass Sie jetzt Funktionalität einbüßen. Ne? Und das ist das Schöne, DocuWare kann sich im Hintergrund halten und dort seine Stärken ausspielen. DocuWare kann im Vordergrund benutzt werden. Und wenn Sie das möchten und in Ihrer gewohnten Sage 100-Umgebung arbeiten möchten, dann können Sie das mit unserer Schnittstelle tun und haben im Hintergrund eben ja dieses leistungsstarke Dokumentenmanagement von DocuWare, das Ihre Dokumente entsprechend handelt. Schön ist auch, dass wir dann externe Dokumente mit den Sage-Vorgängen verknüpfen können. Das heißt eben nicht nur interne Dokumente, sondern auch alles, was von außen kommt, wird passend zugeordnet. Und so haben Sie eben den vollen Überblick über alles, was zu einem bestimmten Vorgang entsprechend angefallen ist, auch in der Vergangenheit. Reduzierung von Medienbrüchen ist so ein bisschen so das Credo, auf dem ich heute rumgeritten bin. Ich sag mal, der Mensch mag, was er kennt und wenn er Sage 100 kennt und da drin arbeiten kann und vielleicht großartig gar nicht merkt, dass da im Hintergrund so ein mächtiges DMS wie DocuWare steckt, dann ist das sicherlich von Vorteil.
Und sie sind aber da maximal flexibel und können genauso gut dann ihre Sage-Dokumente, wenn die sie archiviert sind in DocuWare, über den Webclient aufrufen, über die DocuWare Mobile App und müssten beispielsweise, wenn sie unterwegs sind, nicht Sage starten, sondern könnten ihre DocuWare App nehmen und haben da maximale Flexibilität, wie sie das eben haben möchten. Ein Thema, das immer wieder aufkommt und das wir auch ein bisschen angeteasert haben im Newsletter und im Blogbeitrag, ist das Thema, wie bekommen wir Dokumente nach DocuWare, wenn vielleicht schon ein anderes DMS im Einsatz ist. Gerade auch bei Sage 100, Sage DMS, Stichwort. Wir haben mit einem selbstentwickelten Tool die Möglichkeit, Dokumente und ihre Indexierung nach DocuWare zu migrieren. Alles, was wir brauchen, sind die Dokumente und die Indexierung der Dokumente aus dem Altsystem exportiert, die Indexierung zum Beispiel in einer CSV-Datei, dann können wir das Ganze zusammenmatchen und über unser Migrate to DocuWare dann nach DocuWare migrieren. Das heißt, so können wir Dokumente und ihre Indexierung aus Altsystem übernehmen. Alles, was wir brauchen, sind eben die exportierten Dokumente und die Indexierungsinformationen. Wenn es sich jetzt um Sage DMS als Beispiel handelt, das integrierte DMS von Sage, dann wissen wir auch selber, wie wir die Informationen da rausbekommen und können sie da auch unterstützen. So, Ziel ist es eben, dass alles dann in DocuWare mit der Indexierung landet. Dann sind wir jetzt bei den nächsten Schritten, dass wir gemeinsam mal definieren, wie es denn weitergeht, wenn Sie jetzt den Punkt erreicht haben, dass das, was wir Ihnen gezeigt haben, interessant für Sie ist, dass wir Sie überzeugen konnten, wie die Vorteile aussehen. Dann an der Stelle bitte den Kontakt zu Ihrem Partnerunternehmen aufnehmen oder eben, wenn Sie entsprechend DocuWare über uns direkt erworben haben, dann natürlich auch direkt bei uns angehen. Wir gehen gerne ins Gespräch mit Ihnen. Und jetzt freue ich mich vor allem nochmal auf die Fragerunde, weil wir hier nochmal tiefer reingehen können und das Ganze nochmals interaktiver gestalten, wie wir es eben jetzt so interaktiv wie möglich, wie wir es machen können mit dem Format Webinar. Deswegen schön, dass beide sich direkt eingeblendet haben. Ich würde direkt mit einer Frage starten an den Alex, zum Thema Sage 100. Wie sieht es denn aus mit Revisionen? Also wird dann jeder Beleg einzeln gedruckt oder wie kann man sich das vorstellen, einzeln archiviert? Ja, der wird einzeln archiviert. Im Prinzip ist es ja so, dass wenn Sie Veränderungen vornehmen, jetzt auf Sage 100 Seite, wollen Sie ja irgendwann sagen, so, das Ganze ist jetzt fertig und ist spruchreif und soll übernommen werden. Mit dem Klick auf Drucken erstellt die Sage 100 den PDF-Output und den können wir dann abgreifen. Das heißt, aus ja auch Funktionsgründen der Sage 100 macht es Sinn tatsächlich, wenn man eine neue Revision hat, diese zu beenden, zu speichern und dann über Drucken quasi den Transfer nach DocuWare zu gestalten. Okay, perfekt. Da kam jetzt an der Stelle erstmal keine Rückfrage. Dann gehe ich zur nächsten. Und zwar, wie ist es denn mit der automatischen, erfolgreichen Rechnungsprüfung? Wie wird das dokumentiert? Also, Gut. dass man da ein Beispiel zeigen kann, wie der Nutzer auf diese Information zugreifen kann, um das vielleicht nochmal ein bisschen zu präzisieren an der Stelle. Also es ist ja so, dass wir auf DocuWare-Seite haben wir eine Indexierung. Die Rechnungsprüfung läuft ja in DocuWare. Nicht eine Indexierung, eine Protokollierung, wollte ich sagen. Und wir können, oder alles, was in den Workflows passiert, wird ja von DocuWare-Seite aus ohnehin dokumentiert. Ja, und diese Funktion umgehen wir ja nicht, sondern die Rechnungsprüfung läuft ganz normal in DocuWare ab, wird von DocuWare protokolliert und wir machen im Hintergrund halt eben die automatischen Abgleiche, aber auch das wird ja von DocuWare protokolliert. Also da geht ja nichts am System vorbei. Wir nutzen da ja auch Standardfunktionalitäten, in dem Fall des Workflow Managers. Okay, perfekt. Danke für die Ausführung. Eine weitere Sage 100-Frage. Kurz Luft schnappen, Alexander, dann geht's weiter. Wie sieht es aus mit einem Gemeinkostenschlüssel in Sage 100? Gibt es das, dass man zum Beispiel eine Stromrechnung auf 5 Abteilungen aufteilen kann? Jetzt wurde ich kalt erwischt.
Müsste ich prüfen und im Nachgang nachreichen. Wenn ich da kurz eingreifen darf, also diese Aufteilung, die wir ja vorgenommen haben in DocuWare, ist ja diese Aufteilung in einzelnen Tabellen, ja, auf einzelne Positionen. Dort lassen sich dann Kostenstellen, Kostenträger etc. auswählen, ja, auch künftig auch automatisiert vorbelegen. Wenn es aber um automatisierte Verteilung und Verteilschlüssel geht, ist es eine Funktion, die nicht innerhalb des Dokumentenmanagementsystems zu suchen ist, sondern eher im Bereich der Finanzbuchhaltung. Also diese Frage müssten wir dann eher sogar noch tiefer greifen, dann für Sage Finanzbuchhaltung uns nochmal genauer anschauen, indem es darum geht, ob sie jetzt hier prozentual nach Umlageverfahren oder Ähnlichem verteilen. Das ist aber keine Funktionalität, die innerhalb des DocuWare-Systems abzubilden ist, sondern wir sehen da die Funktionalität innerhalb der Finanzbuchhaltung. Vielleicht könnten wir da im Einzelgespräch nochmal auf diese Frage genauer eingehen, wie wir die Verteilung dann innerhalb der Finanzbuchhaltung vornehmen und nicht versuchen, in ein Dokumentenmanagementsystem zu pressen. Auch wenn es schön ist, wenn ich alles an einer Stelle pflegen könnte. Aber an dieser Stelle sehen wir diese Funktionalität klar innerhalb der Finanzbuchhaltung. Gut, dann gehen wir weiter. Ein Punkt, den hätte ich gerne nochmal aufgegriffen, weil der jetzt mehrfach aufgekommen ist, nochmal in Richtung Systemvoraussetzungen. Ob es einen Unterschied macht, ob man jetzt cloud-basiert oder lokal installiert mit DocuWare arbeitet. Das ist, glaube ich, sehr wichtig für viele Teilnehmer. Genau. Sehr gute Frage. Ist für den Betrieb unserer Schnittstelle egal. Wir haben Kunden, die DocuWare On-Premise einsetzen und wir haben Kunden, die DocuWare Cloud einsetzen. Und mit beiden, ja, Bereitstellungsvarianten von DocuWare kann die Schnittstelle arbeiten. Alex, lass mich da gerade eine Frage aufgreifen, die sehr gut zu dieser Frage auch passt, wenn es gerade um den Betrieb der Lösung geht. Also wir sind ja in der Lage, eure Schnittstelle sowohl für On-Premise als auch Cloud einsetzen zu können. Wie ist es denn dann bei der Installation? Ist das ähnlich wie DocuWare die Desktop-Apps hat mit verschiedenen Funktionalitäten? Ist auch die Installation eurer Schnittstelle innerhalb der Desktop-Apps integriert oder ist es eine eigenständige Installation? Und daran anschließend, wer führt diese Installation durch? Es ist so, dass die Installation oder die Lösung läuft innerhalb der Sage 100. Da bedienen wir uns des Sage 100 App Designers, um die Funktionalität umzusetzen. Und deshalb ist es ja uns an sich, ich sag mal, egal, ob DocuWare in der Cloud oder On-Premise läuft, weil die Funktionalität da ja auf Sage-Seite ist. Ja, und die Installation würden wir übernehmen. Aber das Ganze läuft nicht in den Desktop-Apps oder nicht als eigenständige Anwendung, sondern tatsächlich im Sage 100 App Designer, sodass wir uns da schön in die Masken entsprechend einfügen können. Ich hoffe, ja, es war verständlich, die Ausführung. Ich habe es verstanden, Ja, also. perfekt. Sehr gut. Ansonsten merken wir das direkt ja am Rücklauf der Fragen. Das kommt ja dann direkt bei uns an. Nee, super. Dann die nächste Frage wäre, beim Erstellen von Angeboten besteht oft E-Mail-Kundenkontakt, also Kundenkontakt über E-Mails. Dort werden dann beispielsweise bestimmte Dokumente abgelegt, seien es jetzt Zeichnungen, Bilder und dergleichen. Wenn man daraus dann das Angebot oder die Auftragsbestätigung erstellt, wie vernetzt das ganze DocuWare? Wer will die Frage übernehmen? Das richte ich jetzt an beide Kollegen. Also, wenn ich es Alles richtig machen. verstehe, ist, wie ordnen wir das zu? Also, wir haben ja die Möglichkeit, über DocuWare Connector Outlook Dokumente abzulegen direkt im Archiv. Und so wie wir es vorhin mit der externen Eingangsrechnung gesehen haben, könnten wir da natürlich über den Vorgang und auch über die entsprechende Dokumentennummer das Ganze, sei es eine E-Mail, sei es Bilder, zuordnen zu einem Sage 100 Beleg. Perfekt, so Wenn hätte ich es das auch beantwortet. Ja, also das ist die Ablage über Connect to Mail oder Connect to Outlook, also die Überwachung von Postfächern oder die individuelle Ablage durch den Benutzer selbst in Outlook und dann im Ablagedialog speziell die Vorgangsnummer.
Und da greift ja eure Schnittstelle und holt sich die Vorgangsnummern dann passend aus dem Sage-System. Das heißt, ein langes Suchen gibt es dann auch nicht, weil ich gezielt auf Vorgänge dann zurückgreifen kann. Wäre also auch meine Antwort gewesen. Es ist also möglich, neben Angeboten, die oder Aufträgen, Lieferscheine, Rechnungen, die aus dem Sage-System erstellt werden, auch generell eingehende Dokumente, Zeichnungen genauso abzulegen und zuzuordnen, sodass ich eine sogenannte Kundenakte habe oder eine Bauakte oder eine sonstige Akte, die Klammer über die Vorgangsnummer bildet. Korrekt. Dann vielleicht nochmal zum Thema auch Bestellungen in Wareneingänge über DocuWare archivieren. Ich weiß jetzt nicht genau, ob ich die Frage komplett verstanden habe. Können wir das auch abbilden, dass eben die Bestellungen in Wareneingängen über DocuWare übernommen werden? Reicht das für unseren Zusammenhang oder müssen wir da nochmal nachhaken? Wenn ich es richtig verstehe, ich führe das mal aus. Ich schreibe eine Bestellung in Sage 100, archiviere die über die Schnittstelle nach DocuWare und jetzt kommt ein Lieferschein vom Lieferanten und den archiviere ich über DocuWare und dann möchte ich das aus DocuWare heraus, weil der Lieferschein ja da ist, mir automatisch die Bestellung in Sage übernommen wird in einen Wareneingang, ohne dass ich selber aktiv werden muss. So verstehe ich die Frage. Diese Anforderung gibt es so von vielen Kunden einen Schritt weiter, dass zum Beispiel die Eingangsrechnung, der Eingangsrechnungsbeleg in Sage 100 aus dem Wareneingang übernommen wird, ohne dass man nochmal aktiv werden muss, nur indem man die Eingangsrechnung in DocuWare archiviert. Also ich verstehe das so, die Frage, und wenn ich das richtig verstanden habe, gibt es die Möglichkeit, das so zu konfigurieren. Es ist aktuell kein Standard, aber wir haben, wie gesagt, ähnliche Anforderungen von Kunden erhalten. Und das lässt sich natürlich konfigurieren, dass dann mit in dem Fall Wareneingang oder mit dem Lieferschein des Lieferanten mir Sage 100 automatisch aus der Bestellung einen Wareneingang anlegt, ohne dass ich aktiv werden muss. Also das ist sicherlich möglich umzusetzen, aber aktuell würde da noch Konfigurationsaufwand darüber hinaus anfallen. Alex, ich hätte noch eine Frage, vielleicht können wir sie gemeinsam beantworten. Die Frage ging dahin, inwiefern verhindert wird, dass bei einem PDF-Export, wenn eine Auftragsbestätigung erneut gedruckt wird, es nicht zu Dubletten kommt. Also mein Verständnis wäre, prinzipiell verhindern wir ja nicht, dass bei jedem Druck eine Datei erzeugt wird. Aber mit jedem Druck schreibt ja das System bestimmte Indexwerte ins Archiv. Das heißt, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber wir archivieren prinzipiell erstmal alles und können dann aber im DocuWare-System wiederum sagen, bei gleichen Indexwerten lasse letzten Endes nur die aktuellste Version zu. Dann wäre ein Dubletten-Check innerhalb des Archivsystems möglich, sollte ein Anwender 3, 4 oder 5 Mal einen und denselben Druck angestoßen haben. Ist die Antwort so korrekt? Da würde die durchgehen bei dir? Würde ich auch so sagen, hätte ich auch so beantwortet, dass DocuWare lässt es erstmal zu, wie du gesagt hast. Aber wir haben ja auch auf DocuWare-Seite die Möglichkeit, mit automatisch hochzählenden Nummern zu arbeiten, wenn was archiviert wird und dass man dann so Revisionsnummern mit anfügt und dann nur die aktuellste anzeigt. Das ist schon möglich, ja. Aber wie du gesagt hast, erstmal wird alles archiviert und dann kann DocuWare im Nachgang entsprechend aktiv werden. Okay, perfekt. Also die Fragenflut lässt so langsam nach. Wie gesagt, falls ein Thema noch offen geblieben sein sollte, kommen wir natürlich im Nachgang auch nochmal auf Sie zu. Also keine Frage bleibt unbeantwortet. Und mit Blick auf die Uhr, wie gesagt, würde ich tatsächlich das Ganze in Richtung am Ende weiter treiben. An der Stelle haben wir eingeführt, dass wir eine Folie für Sie gestalten, wo alles nochmal zusammengefasst ist, weil wir wirklich sehr viele Informationen haben und die sollen natürlich auch den Weg zu Ihnen finden. Deswegen hier nochmal eine Übersicht. Hier sehen Sie dann eben auch die DocuWare Connect to Sage 100 Schnittstelle aufgeführt.
Und genau, hier ist wirklich sehr viel Information zu finden. Zu guter Letzt, das hatten wir auch schon angekündigt, hier nochmal schwarz auf weiß die Systemvoraussetzung für Sie zum Nachlesen, zum Checken, wie es bei Ihnen aussieht, ob Sie das Ganze eben leisten können, ob das soweit passt. Und zu guter Letzt von meiner Seite aus vielen lieben Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ein großes Dankeschön an die Referenten. Ich glaube, wir hatten eine sehr, sehr interessante Fragerunde. Das hängt natürlich auch von dem Input der Teilnehmer ab. Deswegen von meiner Seite aus vielen Dank. Ja, Alex, dann gehört dir das Schlusswort. Ich darf von meiner Seite als Co-Referent auch nochmal herzlichen Dank sagen an die vielen tollen, spannenden Fragen, die da kamen. Wenn Sie, wenn jetzt nicht alle Ihre Fragen beantwortet wurden, gehen Sie ins 1:1, sprechen Sie uns direkt nochmal an und wir beantworten auch alle Fragen im Nachgang. Von meiner Seite einen herzlichen Dank, gute Zeit, bis zum nächsten Mal. Alex, deine Bühne zum Schluss. Ja. Vielen Dank, Oliver. Vielen Dank, Aline, dass ihr mir die Möglichkeit bietet, hier unser Produkt zu zeigen. Mich hat es sehr gefreut. Ich hoffe, ich konnte das Ganze plastisch darstellen und es war nachvollziehbar. Und ich möchte mich für Ihre Zeit, für Ihre Aufmerksamkeit bedanken und ja, würde mich freuen, wenn Sie Ihre Abläufe mit DocuWare Connect to Sage 100 optimieren. Vielen Dank, bleiben Sie gesund und eine schöne Woche.